Willkommen bei Planeo, mein Name ist Ferdinand. Wir befinden uns in der Videoreihe Altbausanierung und heute ist das Thema Wände sanieren im Altbau. Wir schauen uns an, welchen Bestand wir hier haben und werden darauf eingehen, wie wir sie neu aufbauen, wie wir sie quasi renovieren können. Wir sehen hier schon eine sehr typische Altbauwand, ein Putz, der aufgebracht wurde. Es war mal eine weiße Farbe drauf. Es fängt überall an zu blättern. Wenn man hier beigeht, dann sieht man schon, wie das alles lose ist, abfällt. Darauf kann man nichts aufbauen. Man kann da nicht einfach irgendwie draufputzen oder irgendwie Farbe draufstreichen. Das muss komplett lose wieder abgeschabt werden. Wir müssen auch diese Stellen prüfen. Dann haben wir hier Risse in der Wand. Da sind lose Stellen, die alle abbröckeln. Wir müssen also definitiv uns die Wand genau anschauen. Alles, was lose ist, muss runter. Dann können wir von neu aufbauen. Insgesamt soll es eine mineralische Lösung werden, um auch einfach das Feuchtigkeitsproblem in diesem Gebäude vielleicht etwas besser zu lösen als mit normalen Anstrichen. Dann haben wir hier Öffnungen in der Wand. Hier muss ein Kamin mal gestanden haben. Der wird dort definitiv nicht mehr hinkommen. Da müssen wir schauen, wie ist der Ausgang nach draußen. Hier finden wir Teilbereiche, die geputzt wurden. Das sieht so von der Konsistenz aus wie ein Gipsputz. Der hat hier im Altbau nichts zu suchen. Wir haben hier wirklich Außenwände, die auch renoviert werden müssen. Und Gips auf Außenwänden, wir wissen, Gips zieht Feuchtigkeit. Das sind auf jeden Fall Problemstellen auf Dauer. Das muss alles abgefräst werden, da muss ein neuer Aufbau drauf. Hier haben wir einen Bereich, wo über Land Kabel gezogen wurden. Alles muss abgerissen werden. Wir müssen ganz neue Elektrik aufbauen, das heißt, das muss in dieser Phase natürlich auch bedacht werden, Schlitze zu ziehen, da überall die Leitung hinzulegen, damit wir, ich sag mal, die aktuellen elektrischen Vorkehrungen treffen können. Das muss alles, bevor natürlich der Putz am Ende draufkommt, alles im Vorfeld gemacht werden. Hier haben wir noch so Fensternischen aus älterer Zeit bekannt, wo dann vielleicht Heizkörper drin waren. Das ist heute nicht mehr so, wie man das macht. Wir würden das zumauern und am Ende sauber verputzen, neue Fensterbänke drauf machen. Hier kommt eh eine Fußbodenheizung rein und insofern haben wir dann wirklich einen sauberen Abschluss hier. Wir werden jetzt beginnen mit diesen Arbeiten, folgt uns im Video.
Da sind wir wieder. Wir haben den Raum soweit entkernt. Wir sind an die Wände herangegangen, haben alles, was lose war, abgeklopft, einmal so abgefahren. Und da, wo es sich lose anhört, definitiv alles abklopfen, lose machen. Da, wo der Riss entlang war, war natürlich alles lose. Wichtig war auch, die Wände soweit abzufräsen, damit wirklich alles, was an sandigem Material da ist, was nicht mehr haftet und wo keine gute Grundlage ist, neu aufzubauen, dass das runterkommt. Weiter mussten wir natürlich auch der ganzen Sache auf den Grund gehen, warum hier Feuchtigkeit in die Wände gezogen ist. Da gehen wir gleich mal zusammen nach draußen und schauen uns das an, wo die Ursache war. Denn man muss der Sache immer auf den Grund gehen, um dann nachher wieder ordentlich aufbauen zu können. So, wir befinden uns jetzt hier draußen. Das ist die Mauer, die wir drinnen gezeigt haben, nur von außen. Wir haben hier Klinker und sehen jetzt den Graben, den wir hier aufgemacht haben, um einfach an die Ursache heranzukommen. Die Ursache, warum Feuchtigkeit ins Mauerwerk gezogen ist, sehen wir hier. Wir haben hier einmal ein Betonstreifenfundament und dann gemauert 3-4 Reihen bis zur Stelle, wo diese Sperrbahn oben auf den Putz gelegt wurde, damit die kapillare Wasserwirkung eben nicht ins Mauerwerk zieht. Und wir haben an dieser Stelle schon den ersten Fehler, dass wir überhaupt auf dem Streifenfundament gar keine Abdichtung haben. Wir müssen also jetzt Folgendes machen. Wir müssen alles hier soweit säubern, wir müssen das begradigen. Dann kommt ein Sperrputz oben drauf und anschließend Dichtschlämme, sodass wir hier also sicher sind, dass Feuchtigkeit nicht mehr in die Wände hineinziehen kann. Wir machen es so hoch, dass nachher, wenn wir es geschlossen haben, also mindestens 5 cm über dem fertigen Bodenbelag ist.
So, da sind wir wieder. Wir sind fertig mit unseren Wänden. Wir haben dieses Video gedreht, um zu zeigen, wie kann man im Altbau Wände in Ordnung bringen, neu putzen und so aufbereiten, dass man wirklich wieder einen guten, quasi neuen Zustand hat. Und wir haben das gelöst mit einem Kalkrenovierputz. Das ist ein Putz, der sehr gut diffusionsoffen ist. Das heißt, wir haben ja hier ein Feuchtigkeitsproblem gehabt, haben deshalb auch die Außenwände ja abdichten müssen. Das zeigen wir ja auch in diesem Video, wie wir abgedichtet haben mit Dichtschlemme und so weiter. So haben wir jetzt ein wirklich Top-Ergebnis. Diese Wand haben wir so ganz grobperlig gelassen. Das heißt, wir haben sie am Ende gefilzt, das heißt grob mit einem feuchten Schwamm abgewischt sozusagen. Wer jetzt möchte, dass die Wand etwas feiner wird von der Struktur, kann dann natürlich einen Feinputz nachher nochmal draufbringen oder auftragen. Wir machen das hier in diesem Fall nur mit einem Silikatanstrich am Ende. So eine Farbe, die auch mineralisch ist und wo wir dann hier ein wunderbares Raumklima haben. Das ist eigentlich alles, was wir hier in diesem Video zeigen wollten. Wände sanieren im Altbau. Wir zeigen jetzt im Nachgang auf jeden Fall, wie es hier weitergeht. Das heißt also, wie der Betonboden ausgeglichen wird, wie wir hier Styropor einbringen, Fußbodenheizung einbringen. Das ist in dieser Reihe alles zu sehen. Schaut die anderen Videos dazu an. Wir sehen uns.